Ja, es sollen die Karpfen laufen hier. Schön auf Tutti Frutti. Tja, Tutti Frutti und Natural. Ganz, ganz wild. Einfach mal wieder eine Kombination, die so ein bisschen freakiger ist. Und ja, heute im Stream hieß es dann gerade noch von Natural Jonesy Alden. Probier doch mal. Es gehen auch einige seltene rein. Also, Geister oder Goldene oder. Ich habe noch gar nicht in die Rekorde reingeschaut, ob das da irgendwo liegt, ob man da was sehen kann, wie das Ganze denn hier lübt. Vielleicht ist das ja auch schon bekannt. Ich habe es noch gar nicht probiert. Ich habe es auch zum ersten Mal heute gehört. Deswegen testen wir einen der Spots, die auch immer mal wieder ganz wichtig sind und ganz gut funktionieren. 83 soll auch funktionieren. Zeige ich gleich noch alles auf der Map. Und hier haben wir den ersten Kandidaten. Ne, den zweiten. Den Schubi. 9 Kilo. Passt. Und direkt wieder raus damit. Also direkt wieder raus hier. Zack, auf 35 Meter. Geradeaus raus hier in diese Richtung. Da geht es dann zur Muschelbank. Und ich hänge hier direkt an den Steinen auf 124, 66, hieß es gerade im Chat. Und ja, auf Tutti Frutti Boily mit Tutti Frutti Dip, aber mit einem Parallelboily, also einem zweiten Boily, einfach nur neutral in Kombination. Und ich habe natürlich wieder so ein bisschen in diesen Möglichkeiten ein bisschen rumvariiert und geguckt, was kann man machen. Und ich habe viel zu groß oder eigentlich viel zu große Haken genommen. Ich habe 1-0er Haken genommen. Aber ich wollte auch ein bisschen Brocken haben. Also in der Hoffnung, dass hier jetzt ein bisschen was Größeres noch reingeht, gucken wir jetzt einfach mal, ob da was Größeres reingeht. In der Hoffnung, dass da was Großes reingeht, bin ich jetzt gerade, wie gesagt, hier mit 1-0ern unterwegs. 20er Boilies, wir gehen gleich mal noch im Detail auf die ganzen Boilies, auf die Setups ein, auf die drei Unterschiede, die drin sind bei dem Setup, denn ich muss ja auch erstmal testen. Und wir gucken am besten gleich nochmal kurz in die Rekorde rein, was denn so angesagt ist und worauf denn hier Brocken gefangen werden, wenn es denn heißt, seltene Karpfen hier auf Tutti Frutti plus neutral plus Tutti Frutti Dip. Also da bin ich noch gespannt. Ich habe eine Kombination hier mit Pellets und zweimal mit Boilies. Vielleicht kann man auch einfach komplett auf Tutti Frutti gehen. Warum nicht? Einfach auch hier mit Pop-Up und mit Mais oder einfach ganz simpel nur mit Mais. Wenn man zum Beispiel ein Setup hat, was vielleicht noch nicht so ganz stark ist, dann einfach hier die gleiche Stelle testen, gleiche Entfernung und dann einfach nur mit Pop-Up-Rigs und doppelt diese kleinen Maiskörnchen drauf und das war es dann schon. So, komm mal ran hier. Ich bin ja zurzeit hier mit den Overlords noch unterwegs, also recht entspannt noch. Gar nicht ganz so übertrieben. Die Routen, die sind schon übertrieben genug, aber die Rollen, die sind recht, ja, recht langsam. Ich sag mal, so Mittelklasse-Rollen für Karpfen reicht es. Nicht ganz so übertrieben. Und die ziehen halt schön konstant rein. Sind, wie gesagt, nicht overpowered. Ich könnte mich natürlich auch mit den Wengers hinstellen. Aber die sind gerade so ein bisschen in der Schonung. Und in der Zeit verwende ich jetzt hier einfach dreimal die Overlord. Und demnächst, wenn genug Silber zusammen ist, dann geht es ja nochmal ans Shoppen. Und dann kaufe ich mir nochmal neue Rollen. Und danach geht es aufs Störangeln. Dass wir dann demnächst noch ankommen. Wird auch langsam Zeit für mich, nach ja, all den Jahren, wo ich nie wirklich so auf Stör aus war. Da wird das auch echt langsam mal Zeit, einfach hier noch ein paar fehlende Stör-Trophys abzuhaken. Am besten alle. So, was haben wir hier? Ein Spiegel. Sieht auch schon ganz gut aus. Kämpft hier auch ganz vernünftig. So, nochmal ein bisschen ranziehen. Jawohl. Raus mit dem Kescher. Gucken wir mal, was er hat. 12, ja, das geht auch ganz gut. 12 Kilo
Spiegel. So, ich stehe hier, wie gesagt, auf 124, 166, 35 Meter geklippt. Und ich nehme einmal noch PVA. Raus damit. Zack. Denn ich werfe ja so ein bisschen kreuz und quer. Ich werfe da hinten hier so diese Area an. Da hinten sieht man so ein paar Laternen auch am Horizont. Und die leuchten nachts ganz gut. Und deswegen so in diese Richtung, da passt das ganz gut. Und wenn wir jetzt auf die Map gucken, da unten in der Area, hier geradeaus raus, 35 Meter. Und wir landen hier zwischen 32 und 35 Meter. Also 35 Meter ein bisschen absinken lassen. Also so in dieser Area ist eine Muschelbank. Und bei dieser Muschelbank, da platzieren wir die Köder und hoffen, dass da dann die Fische noch aktiver sind und vielleicht noch mal eher hier zum Fressen hingehen und dann da eben auch auf diese Köder hier stoßen und sich denken, boah, mega gut, ey. Zu den Muscheln nehmen wir noch mal schön Tutti Frutti zum Nachtisch und dann snacken wir uns die hier weg. Und vielleicht geht ja auch noch was Seltenes rein, denn die habe ich auch äußerst, ja, eigentlich viel zu wenig in den Taschen, die seltenen Karpfen. Aber ich angel ja auch so wenig auf Karpfen. Also, Setup nochmal in Gänze. Ganz klassisch hier mit einer dicken, fetten Karpfenrute, die Overlord drauf, die es eben noch zurzeit am Weihnachtsmarkt gibt mit 24 Kilo. Mehr Schnurkapazität als die Wenger. Also, von der dicken 36 Kilo Schnur habe ich eben hier die kompletten 300 Meter drauf. 312 würden sogar drauf gehen. 36 Kilo als Vorfachsmaterial, 70er Blei, genau. Das Vorfach, also das LED-Core auf 36 und das Vorfach auch auf 36 Kilo. 1-0er Haken, komplett übertrieben. Normal reicht auch ein 1er Haken, aber ich wollte ein bisschen übertreiben. Und jetzt haben wir hier Variationen mit drin. Und zwar hier jetzt einmal mit neutralen Pellets und Tutti Frutti Soluble, komplett Soluble und Tutti Frutti Dip. Und da ist auch schon wieder Action. PVA ist ab. Schnell wieder raus damit. Und dann gucken wir aber vorher nochmal schnell in die andere Variation rein. Die haben wir hier. Pomor neutrale Boilies. Das sind die vom Weihnachtsmarkt. Pomor gleich Weihnachtsmarkt. Tutti Frutti Soluble. Und dann auch eben hier wieder der Dip mit dem PVA. 1-0er Haken. Alles andere ist gleich. Und als dritte Variante, hier ist auch schon wieder Action. Vielleicht ist auch das die aktivste. Bisher steht es, glaube ich, ganz gut hier für diese Kombi. Ob das jetzt am Dip liegt oder an der Boilie-Kombi, das gilt es halt auch nochmal auszutesten. Vielleicht ist es auch hier der andere Dip im Vergleich zur zweiten. Oder es sind tatsächlich die neutralen Boilies. Das ist natürlich echt dann immer die Frage, ne? Welche locken am ehesten? Und ich glaube, wenn man sich jetzt hier hinstellt und dann sagt, okay, ich gehe mal jetzt noch weniger auf Frequenz, sondern lass das vielleicht mit einem 1-0er Haken und nehme dann zusätzlich zu dem Soluble Boilie sinken. Das ist ja hier alles klassische Haarmontage, also sinkende Boilies. Dazu nehme ich dann einen Natur- oder neutralen Boilie mit der Größe 25, dass man dann vielleicht sogar noch eher die Chance hat, eben hier richtig dicke, fette Trophies zu ziehen. Also, das wäre doch der Oberhammer, wenn das so klappt hier auf dicke, fette Trophies. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier durchziehen will auf Trophy. Ich glaube, ich baller einfach erstmal nur so raus mit den 20ern. Ich bin ja immer ganz froh, wenn ich eine vernünftige Frequenz habe hier beim Karpfenangeln. Sonst ist das auch echt immer boring. Für die ollen Karpfen, ne? So, komm ran hier. Er windet sich ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich bin da ganz zufrieden hier so von dem Setup. Mir reicht das eigentlich gänzlich. Hier auch mit den Overlords. Irgendwie lübt das doch so ganz gut. So kann das. Jawohl. Wieder ein schöner Spiegel. Auch wieder irgendwas über 10 Kilo. Das sieht doch ganz gut aus. Also es fängt doch schon mal richtig gut an. Die Größen sind gut. Oh, ist das ein Leder? Ist das ein Leder? Ich glaube, das ist ein Leder. Das ist es natürlich auch dann. Auch nicht schlecht. Rabams, Tatsache. 15 Kilo
Lederkarpfen. Schönes Ding. Digifeder XP. Ja, den nehme ich natürlich auch nochmal mit 30 Kilo mehr. Komplett übertrieben. Und dann geht's weiter. Ja, so soll das. Perfekt. Aber auch hier wieder PVA runternehmen. Ach so, PVA. Ja, wir gucken natürlich rein. Ich habe eine PVA-Mische genommen, die ich noch in der Tasche hätte. Also etwas, was man eben tutti-frutti-mäßig sowieso rumliegen haben sollte, weil das ja immer wieder auch funktioniert. Wir ziehen mal eben hier rein. Der Brocken ist hier gerade nicht ganz so groß, also mal eben reingezogen. Und dann gucke ich natürlich nochmal schnell ins PVA, was wir hier haben. Und ich glaube, dann haben wir alles. Ne? Wir haben den Spot, wir haben die Entfernung, wir haben die verschiedenen Köderkombis. Wir gucken nochmal in die Rekorde gleich schnell rein. Ist denn da gerade irgendetwas, was vielleicht sogar im Fokus ist? Irgendeine Köderkombi, die vielleicht besonders gut schon funktioniert? Und dann, ja, aber letzten Endes muss man es ja auch ausprobieren, ne? Letzten Endes immer testen, testen, testen. Auch wenn was in den Rekorden steht, trotzdem die eigenen Erfahrungen machen. Und guck dir das an, Alter. Super selten, ein Albino. Ja, das ist doch der Hammer, oder? Albino Spiegelkarpfen, 140.000 XP für einen knapp 5 Kilo Fisch. Das ist ja der Hammer. Nicht nur selten, sondern sehr selten. Boah, ey. Cooles Ding. Na, Monster Jonesy, ey. Das ist ja mal ein Dingen. Und das war jetzt hier auf dieser Kombi mit den Pomor, mit dem Tutti Frutti. Also, das ist ja mal der Oberhammer. Jetzt gucken wir gerade noch mal eben rein in die Rekorde. Wöchentliche. Die Albinos. 20 neutral. Siehst du die großen? Die 25er sind drin. Pomor 25. Neutraler Pomor 25. Die sind überall drin. Überall. Das ist es. Ich baue gleich um. Ich sehe mich schon umbauen. Alter, aber auch hier. Gewürzmischung. Einfach nur kleine Gewürzmischung. Wild. Wild, wild, wild. Was gerade wieder hier am Bernie abgeht. Super genial, aber auch wirklich wild, was hier wieder abgeht. Also, umgebaut auf neutral 25er. Ich habe 500 Stück so auf sicher einfach an die Seite gelegt. Ob ich sie brauche oder nicht, werden wir sehen. Und jetzt natürlich noch schnell ins PVA reingucken. PVA so zusammengebaut, dass es hier jetzt weniger auf Frequenz ist, sondern mehr auf massige Fische. Das kann man ja ein bisschen variieren, indem man die Partikel in der Futtermische groß kreiert oder groß reinballert. Hier jetzt, wie gesagt, Soluble Boily Tutti Frutti gemahlen, also ein auflösender Boily geschreddert. Große Partikel, dazu eben hier sämtliche großen Feed Pellets, alles auf Tutti Frutti und Maisbasis und damit raus damit mit dem PVA. Ich schmeiß aber jetzt nichts mehr an. Ich warte jetzt ein bisschen. Ist, glaube ich, genug draußen gewesen. Zack, 35 Meter wieder raus. Also, das ist doch sensationell. Schon mal wieder hier ein bisschen zuppeln. Jetzt brauche ich natürlich ein bisschen mehr Zeit. Gerade hier mit den 25er Boilies wird die Frequenz deutlich nach oben gehen. Das heißt, das wird jetzt deutlich länger brauchen. Gucken wir mal. Ich denke mal, dass so gegen 16, 17 Uhr, dass es dann vielleicht nochmal wieder losgeht. Aber ich muss sagen, für die Viertelstunde jetzt hier war das doch schon mal der absolute Kracher. Nachmachen, ihr Lümmels. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.